Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mal was ganz Verrücktes, was ganz Altes, was ich ewig nicht gemacht habe, bestimmt 2 Jahre her. Ich freue mich übelst, dass ich jetzt Zeit habe. Geplant ist es eigentlich schon seit 2 Wochen, dass ich mal wieder ein Let's Play aufnehme und heute habe ich die Zeit, die Lust, es zu machen und es ist auch sinnvoll, weil ich ja übermorgen die Regionals in Halle mitmache. Und da dachte ich mir, komm, lädst du mal wieder DevPro Percy versus Links, keine Ahnung, wie das gerade heißt. Runter hat ewig gedauert, ehe ich die aktuelle Version gefunden hatte. Ich hatte dann irgendwas mit Dawn of the New Era erstmal. Hab das Deck gebaut, hab gesehen, Moment mal, hier ist nicht die aktuelle Liste drauf. Dachte ich, na toll, was bringt das dann? Und jetzt habe ich halt das gefunden. Und ja, ich spiele wieder Infernoids, weil es gibt einige coole Sachen ich schneide nichts an dem Video. Egal, was heute passiert, ihr bekommt alles mit. Weil es wird ein bisschen länger und so viel Zeit habe ich heute dann doch nicht mehr. Jetzt habe ich extra noch gequatscht, damit ich endlich drauf komme. Ignition Assault heißt das Set. Genau, das neue Set. So, und ich spiele Infernoids. Die Liste seht ihr vor mir. Ja, ja, es läuft. Oh Gott, ey, bin ich aufgeregt. Ich spiele nicht mit Pot of Extravagance. Obwohl das eigentlich ganz cool war beim letzten Turnier in Mailand, wo ich mitgespielt habe. Ach, WhatsApp ist auch noch im Hintergrund an. Macht's gleich beam. Flamt mich bitte bei dem Video, wenn ihr es richtig kacke findet. Ich muss ein bisschen Let's Play üben. Da kommt dieses Jahr noch was auf euch zu. Und deswegen versuche ich jetzt mal qualitätsmäßig niedrig anzufangen und mich jetzt jedes Mal, wenn ich Bock habe, zu steigern. Nee, ohne den Topf, weil ich brauche mein ganzes Extra-Deck, weil ich spiele eine neue Karte, den Crafty Controller. Der ist mega cool, ist so eine Art Link 1 Grand Mole. Ist deswegen in dem Deck interessant, weil ich die Tiara einfach wegbekomme. Meistens ist das Problem, man muss vor der Imagination einen Infernoid Norman specialen, damit man die in Tiara später weglinken kann. Und der Crafty Controller, der macht das dann einfach. Dann ist die Tiara weg. Ich habe wieder 0 Punkte auf dem Feld. Sonst war ja das Problem, Tiara liegt mit 12 Sternen oder so und ich kann nichts weiter special, obwohl mein Friedhof voll ist. Und dann kann ich halt einfach den drauflegen. Tiara ist als weiteres Material im Friedhof. Und dann geht's los. So ist meine Planung eigentlich, warum ich das mal so testen will. Und weil ich dann halt ohne Topf spiele, kann ich halt auch noch Super Poly spielen, die halt mit Glare of Darkness richtig gut kommen. Jetzt sind sie gerade erstmal im Side-Deck. Mal schauen, wie es ist. Und die zweite Karte, die richtig gut ist im Deck, die mich pusht, weil ich Going Second spiele, ist der Storm. Ja, die 3 habe ich mir noch gesichert, alle anderen sind verkauft. Und ja, würde ich sagen, Deckliste habt ihr gesehen. Gerne Vorschläge, wenn ihr gerade auch aktuell Infernoid spielt, ob man es so spielen könnte. Vielleicht sehe ich dann auch nach der Regional in Halle, es ist doch nicht so gut gelaufen. Ich muss doch wieder mit Töpfen spielen, ohne diesen Crafty Controller. Vielleicht brauche ich den auch nie, werde ich sehen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mal eine Runde spielen und je nach Laune und ob alles so hält wie geplant, jetzt von der Technik, von dem Modus. So, wir wollen die TCG-Liste, die neueste. Refresh. Da haben wir einen. Gucken wir mal, ob der mich nimmt. Ach, der hat gerade schon einen anderen. Dann refresh mal nochmal. Boah, muss ich jetzt hier hosten? Wenn das jetzt alles gut geht. So, wir wollen eigentlich nur die TCGs. Genau. Und Master 4 ist auch noch richtig. Okay, gut. Hostname. Atzen, Jens, Bub. Kein Passwort. Gucken wir mal, ob das klappt. Infernoids sind ausgewählt. Ist not allowed. Warum ist Lightning Storm nicht allowed? Das Set hat doch heute Release, Leute. Da muss ich wahrscheinlich doch TCG OCG nehmen. Gucken wir mal. So, geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Weil, wäre ja Quatsch, warum soll ich jetzt was testen, was ich am Samstag anders spielen könnte? So, da findet sich jemand. Jawohl, starten wir mal. Ich will nicht starten. Ich will nicht first gehen. Ha, ich darf anfangen. Na dann, viel Spaß. Gut, ich hoffe, das geht so. Ihr seht mich, Mikro steht vor mir. Ich habe den Treiber statt. Es liegt also nicht am, ich spiele richtig mit Karten gegen einen Gegner. Okay, ich spiele gegen Lunalight. Die kenne ich mittlerweile zum Glück. Habe keine Handtrap, nichts. Spiele ja auch nur die Cyframe Gammas hier drinnen.
Ansonsten sieht die Hand. Naja, ich lasse ihn erstmal machen. Ich weiß noch nicht, was das Deck momentan kann. Ich glaube, die können mit der Rank-Up-Spell was krasses hier, diesen 9er Exit holen, den Calamidus oder so, den True King. Aber sonst weiß ich nicht. Vielleicht geht er auch auf Griffen, kann mir einen Order hinlegen. Und ja, das ist das sein Spiel. Schauen wir mal. Das wird jetzt eine Ewigkeit dauern, ehe das durch ist. Ich bequatsche euch in der Zeit. Und ja, was können wir aus der Hand machen? Wir müssen eigentlich gerade hoffen, dass die Leer kommt, auf dem Feld liegt und wir mit Monstergeld irgendwie das wichtigste Monster wegmachen. Und dann halt hoffen, dass der Friedhof voll ist oder wir halt mit Dekatron noch Action machen. Andere Sachen können gerade gar nicht kommen mit Monstergeld, weil wir den Driver schon auf der Hand haben. Das wäre das zweite Target. Ja, naja, er macht hier erstmal Lunar Light Action, hat sein Time Chief schon entfernt, weil er die Materialien, glaube ich, wieder im Friedhof braucht, damit er weitermachen kann. Er kommt dann in meiner Standby-Phase wieder, ne? Bin ich da richtig? During the... Bla bla bla. Ich habe lange nicht mehr den gesehen. Ja, ich glaube, der kommt auf jeden Fall wieder. Oder war das nicht wie so ein Omega, der immer wieder kommt? Der hatte Monster, das Banish unto the Endphase, ja. Und dann kriegt er in der Standby-Phase den Effekt, dass er eine Karte von meinem Deck attachen kann. Was dann wahrscheinlich Zauber oder Monster ist. Und dann kann er wieder Spanischen und bei einer Zauberkarte eine Karte ziehen. Ja. Okay, gut. Action. 2-4er. Jetzt geht's weiter mit dem Kauz. Da darf er sich den Blackwing suchen, den Zephyrus. Ja, ist natürlich cool. Ich mache hier mein erstes Let's Play seit Jahren und dann kriege ich einen Gegner, der anfängt mit so einem Combo-Wombo-Deck, der jetzt wahrscheinlich erstmal 5 Minuten seinen Zug aufbraucht. Und vor allem die Handy ist wieder typisch Arzneens. Also immer der Treiber. Deswegen spiele ich eigentlich ungern Gammas, weil es ist immer der Treiber auf der Hand. Egal, ob ich online spiele anscheinend oder offline auf dem Turnier. Ja, na los. Jetzt würde ich gerne eine zweifache Geschwindigkeit anwenden, aber das geht leider nicht. Und dabei spiele ich schon DevPro, wo es nicht so ewig dauert. Ich hatte überlegt, spiele ich jetzt über Dual Network? Okay, er hat geprickt. Er kriegt den Timeshift wieder, kann sich da was jetzt attachen. Was bekommt er? Eine Zauberkarte, kann er also eine Karte ziehen. Also macht er jetzt eigentlich auch nicht viel. Aber er hat halt eine Karte gesetzt. Ist das Serenite Dance? Die will man ja auch nicht Startheit haben, glaube ich. Aber wir haben eine Vanishment gezogen. Oh, das könnte interessant werden. Also könnten wir jetzt sagen, wir wollen die... Hallo, Grüße. Auch das kann passieren, wenn man live aufnimmt. Jetzt muss ich hier mal spielen. Also wir wollen eigentlich die Vanishment durchbekommen, ne? Also aktivieren wir mal leer. Wenn das jetzt ein Order ist, bin ich raus. Ja, da kam gerade noch jemand ins Büro, der dann meinte, er muss noch das Paket abholen. Gut, hat er jetzt eine Karte gezogen. Ja, cool. Er stört mich eigentlich beides nicht, aber ich glaube, dann nehmen wir den Timeshift weg, weil der macht doch jetzt gar nichts mehr, ne? Nee. Oder sollte man erst die... Nee, wenn ich die Vanishment zünde, dann darf ich auch kein anderes Monster mehr special in die Runde, ne? Aber eigentlich müsste ich erst die Tiara zünden. Weil es kann sein, dass mit dem Monstergeld der zweite Onuku oder so reinkommt und dann wird es schwierig. Ja, komm. Da können wir sagen Activate. Weil wir können ja nur noch Dekatron specialen, wenn ich richtig bin. Arithma habe ich nicht im Deck. Also müssten die Monstergates ja immer noch funktionieren. Wenn er jetzt Twinges hat. Aber das ist so riskant gespielt, was ich gerade gemacht habe. Unglaublich. Aber es kommt durch anscheinend. Surrendered. Geil. Erster langer Zug. So, okay. Wird er mich jetzt first gehen lassen? Nee, Lunar Knight will doch eigentlich Combo-Wombo machen. Die spielen eigentlich viele Darks. Eigentlich können wir wirklich sagen, wir packen die Super-Polis rein. Weil die sind auch, wenn ich Going First, kann ich die setten. Ich glaube, damit kann ich ein bisschen was machen. Ich würde die Evenlies, glaube ich, cutten, weil so viel wird nicht auf dem Feld liegen und der Thunderstorm
Lightning Storm macht vielleicht noch alles. Brauche ich die Impermanence? Naja, wenn er mit irgendwas kommt, was mich doch stören könnte. Aber Appaloosa stört mich auf jeden Fall. Auf Appaloosa kommen sie ja. Also würde ich sogar auch die Golems reinmachen. Die gehen ja durch Monstergate durch. Weil Appaloosa stört mich schon, ja. Was machen wir raus, Jungs und Mädels? Ich glaube, Impermanence brauche ich nicht unbedingt. Weil wenn ich da irgendwas negiere, kommt da irgendwas Neues. Ach, lass mal bei zwei Lava-Golems, weil es kann ja sein, ich muss First gehen. Wenn ich jetzt First gehen muss, hätte ich eigentlich Sanctums und Trap Big bohren müssen. Ach komm, erstmal gucken. Wenn er jetzt sagt, okay, ich soll First gehen, dann muss ich gucken, dass ich im dritten irgendwie... Nee, er will anfangen. Dann passt mir das ja so. Dann habe ich diesmal einen Gamma, dann habe ich den Lightning Storm, dann habe ich eine Super Pulli. Das heißt, er kann ein gutes Feld aufbauen und ich sollte da durchkommen. Bin ich der Meinung. Und dann habe ich noch den Dekatron. So ein Starter-Ding. Fehlt zwar noch so, dass ich wirklich ein gutes Startgame machen kann, aber ist, denke ich mal, erste Aussage. Die Hand gefällt mir schon besser als die erste. Er startet mit dem Foolish Bull Goods. Legt sich ein Parfüm rein, kann das dann banishen. Um was zu specialen, glaube ich, oder so, ne? Oder er muss noch eine Karte abwerfen. Ah, ne, er könnte aus dem Friedhof was. Oder, ne, er kann's. What? Was macht das? Discard. Ach, und dann ist ein Add vom Deck auf die Hand. Und da kommt natürlich der Tiger. Und er hat natürlich jetzt. Diesmal die Orkus-Kombo mit drin. Die ja im letzten Spiel gar nicht kam. Er kam irgendwie gar nicht auf Kurios, sonst wäre da vielleicht noch mehr entstanden. Naja, mal gucken, ob er nochmal so bückt. Ja, ich glaube, er hat eine gute Hand. Er kommt jetzt hier gut ins Spiel. Ich glaube, den Gamma hebe ich mir mal auf für irgendwelche Sachen, die vielleicht noch wichtig werden könnten. Ja, und das Gute ist, wenn er jetzt drei Darks direkt auf dem Feld hat in seiner Endphase. Er surrendert noch einmal. Och Mann, Junge. Das müssen wir nicht speichern, oder? Na komm, nehmen wir es mit. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ich glaube, da machen wir noch eins. Hier. Ne, die fangen schon an. Zugucken wollen wir nicht. Warum sind denn hier so wenig aktiv? Spielt das kaum noch einer? Start. Das war ja wieder toll. Also, 1-0 für Infernals, aber... Der Gegner, der hat irgendwie doch keine richtige Lust zu zocken. Schade. Mal gucken, ob wir jetzt noch was bekommen. Und ich bin am überlegen, ob ich das Video doch schneide. Wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir es 5:30. Weiß ich noch nicht, ob ich das heute noch machen möchte. Aber ich wollte das Video heute euch mal präsentieren. Wenn jetzt hier mal noch ein Gegner kommt, was sagt denn unsere Zeit? Ich gucke mal ins Aufnahmeprogramm. Wir sind bei 13 Minuten. Ich hatte so angedacht, 20 bis 30 Minuten könnte man machen. Mal gucken, ob das nicht zu lang für euch ist. Mal gucken, jetzt kommt unser zweiter Gegner, der heißt LOL. Zack, die Bohne. Nein, er darf entscheiden. Er will anfangen. Alles gut, alles safe. Oh, die Hand ist... geht. Wir haben eine Option mit Leer und Monstergate wieder. Sturmdokra. Okay, irgendein OTK, FTK, Herold oder Trishula. Hier, Necros meine ich. Ja, mal gucken, was sucht er sich. Oder hier Cyber Angel. Die drei Sachen könnte ich jetzt vermuten oder was ganz Verrücktes. Ja, es ist Necros. Gegen Necros habe ich gestern schon, ne, vorgestern. Vorgestern, als ich es mir installiert habe. Und wollte dann eigentlich schon das Let's Play vorgestern aufnehmen, aber ne, war nicht so. Da war gegen Necros der Lightning Storm richtig cool, weil der ist auf den Vanity-Ruder gegangen, wo dann nur ich nicht specialen darf. Und dann der Lightning Storm hat einfach gesagt, ja hier, weg damit und dann konnte ich loslegen. So war es, okay, das war gegen nicht zählende Sachen, ne? Okay, er spielt mit den Incantations, ja. So hat er auch angefangen vorgestern. Da hatte er dann vier Viecher davon liegen, konnte damit auch nichts anfangen. Und er ist jetzt vor allem auf 2000, ne? Wenn er irgendwas mir auf dem Feld liegen lässt, dann wäre es ein easy game. Dann kann Atonia einfach über irgendwas drüber rennen. Insofern ich specialen darf. Wenn jetzt der Vanity Ruler kommt und ich kein Out ziehe in Form von Dekatron oder Lightning Storm, habe ich also 6 im Deck von 35 Karten, dann wird's eng. So, er holt sein erstes Ritual raus, weil sonst müsste er, glaube ich, 2000 Punkte zahlen, weil er diesen Kelch da aktiviert hat auf der Hand, diesen Incantation. Das ist, Ritual, ne? Was war das?
Das kenne ich nicht. Das war was Neues. Ha! Magic of Black. Ah, da war jetzt ein LED6 drin, kann das sein? Megalith. Och, das war da jetzt auch in IGAS drin. Oh Gott, was können die? Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Wenn die Ritualbeschwörung, kannst du eine Karte ziehen und eine abwerfen. Main Phase, Quick Effect, Ritual Sampler. Okay. And off, yet, including. Okay, er kann in meiner Runde irgendwie was von den Megalith oder so beschwören. Gut, er hat ein Wassermonster, einen Erdemonster und hat er jetzt echt die Galdokra liegen gelassen? Na, die kann er ja wegritualisieren, würde ich sagen. Also müssen wir jetzt den wegbekommen und das macht nur was gegen extra Deckmonster oder so, ne? Das war jetzt. You can only use. Bla bla. Once per turn negate the effect of face up monsters on the field. Oh, special summon. Ja, hab ich nicht. Ja, also ist eigentlich Game, außer er unterbricht mich jetzt noch gleich. Wenn er mich jetzt nicht unterbricht, ist Game. Ja, er unterbricht mich, okay. Okay. Was macht der jetzt? Nein, die Dokra ist weg. Meine Win-Option ist weg. You can bla bla bla. If special, you can tribute one monster. Your opponent cannot activate monster effects. And then when this card is destroyed, open bad. You can. Okay. Okay, also aber jetzt Monster Gate macht den weg. Und dann gib ihm. Könnte auch schon mein Spiel sein. Oder ich habe was übersehen. Ha. Nee, das ist meins. Alleine wenn jetzt. Na gut, hat jetzt keine Effekte mehr, weil er den Effekt vom Magic genutzt hat. Jawohl, der immer der Treiber. Warum denn nicht mal was Cooles? So. Habe ich was überlesen? Ah ne, ich habe keine großen. Ja, ich habe aber eins, zwei. Ja, ich glaube, es ist einfach jetzt Game. Obwohl, er könnte ja Valkyras haben. Aber darf nur ich jetzt keine? Wenn es, nochmal lesen. Your opponent cannot activate monster field, aber er kann's. Also er könnte mit Valkyras noch was machen. Ja, ich bringe jetzt trotzdem den Atonde. Weil Seizumas bringt ja gerade nichts, dann will ich lieber Deviati bringt auch nichts, wenn ich keine Monster-Effekte aktivieren kann. Ja, komm hier. Gib ihm mal den. Weglinken will ich eigentlich nicht, wenn ich keine Effekte habe. Was könnte ich denn jetzt hier machen? Das bringt mir gerade beides nichts. Ne, wir gehen in die Battle Phase. Und greifen mal an. Ja, er hat einen Valkyras, oder? Ne. Ja, dann ist das 1-0. War ja doch einfacher als gedacht. Cool. Das wird gespeichert. So, wir spielen gegen Necros. Irgendwas. Was ist da gut? Ich denke mal, ich brauche keine Evenlies. Die sind nicht so toll. Der wird mich nicht first gehen lassen. Der würde seine Combo durchbekommen mit Galdokra. Retribut brauche ich auch nicht. Ich wäre irgendwie für Superpolis. Weil Superpoli, aber wenn er mit dem Manatee-Ruder kommt, ist halt öh. Ich habe noch zwei Plätze. Komm, wir spielen wieder zwei Superpolis. Und gucken da mal, wie es weitergeht. Weil Lavagrum ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Nee, lass mal so. Okay, check. Ist er böse, lässt er mich anfangen? Nö, die bestehen darauf, dass ich halt immer second gehe. Das finde ich nicht schlecht. Die Hand ist so, negieren wir dem das schon? Nee, ich glaube, wir negieren ihm einfach in der nächsten Runde den Magier. Haben dann Gamma mit Driver für Omega. Da hätte man eine Option. Weil das ist mir jetzt eigentlich recht egal, was er so bringt. Ich muss nur aufpassen, dass er nicht zwei Lichtmonster hat und dann den Valentine-Ruder holen kann. Wenn er den überhaupt spielt. Ich gehe mal stark davon aus. Dann wäre es gut, wenn ich mal noch einen Lightning Storm nachziehe. Oder Decathlon, wie immer. Okay, er zahlt 4000 Punkte, um sich einen Herold reinzulegen. Alles klar. Gib ihm mach. Das Deck zahlt sich ziemlich tot.
Da muss man nur einmal durchkommen. Ah, diesmal macht das sicher und geht auf Valkyros. Aber Valkyros wollte ich mir mal durchlesen. Die kann man doch nicht immer aktivieren. Da muss man doch irgendwas aus dem Friedhof banishen, oder? Oder beschwirten sogar. Ja, da kann doch auch durchkommen. Er kann eine Necros-Karte vom Friedhof, genau, banishen, um die zu discarden und dann wird die Battleface beendet, ne? Ja. Negate Attack and then end the Battleface. Hätte ich den Valkyros jetzt aufhalten müssen? Nö, ich bin der Meinung, ich lasse ihn mal machen. Soll er mal machen. Und wenn dann ein Effekt in meiner Runde kommt, der stören könnte, negieren wir eben das. Ja, ist doch gut, meiner. Ist auch schon wieder so ein Combo-Deck. Macht 1000 Aktionen, um dann irgendwie auf einem Low-Budget-Feld zu landen. Ja, das war's. Okay. Gut. Oh, ich hätte sogar noch ein Out gezogen, hätte er was Cooles, Krasses hingelegt. Aber er hat jetzt auch nichts, was er hier in meiner Runde jetzt aktivieren kann, ne? Ja, er hat sich jetzt zuletzt einen Valkyros geaddet. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Cool, was macht man jetzt? Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können mit Dekatron einen Antra reinlegen, den auf der Hand zurückgeben, können dann oder naja, auf jeden Fall spielen wir den Dekatron aus. So, ich würde, wäre jetzt für Antra erstmal eins hochgeben. Ist ja auch sinnlos, Necros hochgeben, aber dann sind sie halt weg. Warum nicht, ja? Sauvaris, okay. Schade. Ja, wenn ich jetzt den Harmadic hole, bringt mir nicht viel, kann ich einen halt weghauen. Dante spiele ich nicht. Komm, wir machen jetzt mal Monstergate. Und vielleicht hat er ja sowas wie Ash. Nee, gar nichts. Schade, jetzt wäre der Gamma richtig gut gekommen. Ah, dann habe ich die halt noch für später. Und da gehen ja Atonid rein, das ist auch ganz cool. So, da haben wir noch einen Dekatron in. Ich glaube nicht in Angriff. So. Ja, Effekt wollen wir aktivieren. Uff, schwache Quote. Ich glaube, ich nehme jetzt den Patrouillier. Weil ich habe ja einen Deviati im Friedhof, den brauche ich gleich. Genau. Weil dann kann ich noch weitermachen. Dann hole ich jetzt nämlich den. Kann dann den Valkyros schießen, weil der so stark ist. Wenn nicht noch ein Sauvaris kommt. Ein Sauvaris habe ich denn diese Runde eigentlich gesehen oder war das zufällig gerade? So, wie machen wir weiter? Können wir ihn töten? Hat er einen Feuermonster hier drin? Ne, es ist Wasser, Licht, Finsternis. Nein, leider nicht. Wir könnten jetzt sagen, wir gehen auf. Der ist sinnlos, der ist sinnlos, der ist Omega. Gehen wir auf Omega. Oh, was haben wir noch für Sachen? Dann können wir auf jeden Fall auf den gehen. Er hat doch noch einen Valkyros auf der Hand. Bin ich da? Ach, stimmt. Ah, warum habe ich nicht das Unicorn weggenommen? Ich bin so dumm. Ich bin so richtig dumm. Was sind das Kosten? Natürlich keine Kosten. Oh nein. Ich wollte jetzt einfach nur noch ein Deviati hinlegen zur Sicherheit. Dann könnte ich den Valkyros negieren und mache dann 500. Na, hätte auch nicht gereicht. Okay, gut. Dann gehen wir einfach mal in die Battle Phase. Halt, nicht mit dem. Kann ich es nochmal abbrechen? Hatte der jetzt. Wenn der jetzt kein Valkyros hatte, dann ärgere ich mich umso mehr.
Ja, doch, er hatte einen. Habe ich das doch richtig gelesen? Ja, meine Güte. Das habe ich richtig verbockt. Das habe ich richtig schlecht gespielt. Ja, dann brich halt den Angriff ab. Komm, der tötet mich jetzt nicht. Hat vier Handkarten. Oder drei. Drei, genau. Nein, war das dumm. Ich hätte den Spielzug viel besser machen können, glaube ich. Tom, ich hoffe, du guckst dir das Spiel nicht an. Das ist Fremdschämen. Aber was soll's. Jetzt bin ich einmal hier an dem Stissel dran. Das Einfachste wäre ja, wenn ich jetzt einfach beide Monster loswerde und den Gamma wieder alive hätte. Aber ob das jetzt. Er gibt auf. Okay. Das war damit mein erster Versuch, mal wieder ein kleines Let's Play zu machen. Wo liegt meine Zeit? 25 Minuten, also immer noch im Rahmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist das alles insgesamt ein bisschen cooler gestaltet. Vielleicht auch mal mit einem Intro oder so. Ich schneide das jetzt nicht. Ich möchte nach Hause. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommentiert, was ihr wollt. Ich werde mich dran halten, dass das angenommen wird, was ihr da kommentiert. Wir sehen uns im nächsten Video. Freitagsvideo ist schon vorgedreht, habe ich vorhin gemacht, weil ich morgen keine Zeit habe. Das kommt also auf jeden Fall. Ich wünsche euch was. Macht's gut, euer Jens.